Ich wollte mich so ein bisschen verabschieden. Nein, nicht von YouTube. Auf keinen Fall. Es geht ja noch nicht mal richtig los. Ich wollte eigentlich nur die Ankündigung machen, sozusagen, dass ich jetzt ein bisschen rumzigeuner, sage ich mal so. Also, dass ich hier raus bin. Heute war ein Termin, wo mehrere Interessenten kamen für dieses Haus. Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass ich in einem Haus hausiere, welches zu Verkauf steht momentan. Und ja, heute war halt ein Termin, wo mehrere Interessenten gleichzeitig kamen, die auch die Möglichkeit hatten, sich gegenseitig zu überbieten. Und da war halt eine Person dabei, die dann gesagt hat spontan, ich kaufe das jetzt so. Und darüber noch nachzudenken, richtig. Also es war halt auch so eine Person, die eher spontan ist und überhaupt kein Kopfmensch war, sage ich mal so. Und als ich schon reingekommen ist, also in die durch die Haustür, habe ich das auch sofort gemerkt, also was das für halt eine Person ist. Und die möchte hier eine Tier-Physiotherapie-Praxis irgendwie errichten. Und das passt auch sehr gut, auch mit dem großen Garten. Und das Haus war jetzt 1,5 Jahre zu Verkauf, stand das. Und genau jetzt, wo ich Montag dann halt wegfahre, wurde das jetzt am Samstag verkauft. Und auch dann halt an eine passende Person, sage ich mal, wo auch die Energie des Hauses halt richtig ist. Und die hatte hier noch nicht komplett zugesagt, sondern erstmal halt so ein Gebot abgegeben. Und meine Mutter hat dann sofort gesagt, die kauft das. Und mein Vater so, nee, die passt überhaupt nicht rein, die kauft das nicht. Und dann ruft die halt eine Stunde später an, ja, ich kauf das. So. So ist das halt passiert. Ja, meine Mutter hat das halt so gespürt. Und ja, das hat sich auch schon immer so angefühlt, als dieses Haus hier zu Verkauf stand, dass ich halt hier so einen Rückzugsort erstmal habe. Das hat sich total so angefühlt, als ob halt irgendwie höhere Energien, sage ich mal, oder irgendwelche Wesenheiten das so arrangiert haben und dann auch arrangiert haben, dass das so lange zu Verkauf steht, obwohl das zu Lasten meiner Eltern geht im Prinzip, weil die ja laufende Kosten haben, beziehungsweise das haben die dann von meinen Großeltern, also von ihren Eltern wiederum, teilweise bezahlt bekommen. Und ja, und genau dann, wenn ich dann, als ich dann halt sozusagen nicht mich verabschiedet habe von dem Ganzen, aber sich halt ergeben hat, dass ich halt weg bin und genau dann wird es halt auch verkauft. Das ist schon crazy. Und dass meine Mutter auch sofort wusste, ja, die kauft das, und dass halt auch genau so eine Person gekommen ist, unter 30 Interessenten, die es bisher gab, und eigentlich viele davon begeistert waren, eigentlich von dem Haus, aber es trotzdem komischerweise nicht wegging, obwohl sehr viele begeistert davon waren. Der Preis auch sehr gering ist für ein Haus. Zum Beispiel wird gegenüber ein anderes Haus verkauft, das ist komplett sanierungsbedürftig, was dieses Haus nicht ist, und das kostet mehr als 50% mehr. Das ist schon ein komischer Zufall. Ja, und wie geht's dann mit mir weiter? Wie gesagt, will ich dann halt so ein bisschen rumzigeunern. Erstmal zum Nico Waldläufer auf seinen Hof spazifizieren und da ein bisschen arbeiten. Also, das war halt, weil ich denke mal, ich weiß nicht, er hatte irgendwie Scheune erwähnt, dass man die ausbaut oder sowas. Aber er möchte halt auch eine Selbstversorgung starten. Und da helfe ich dann halt schon mal ein bisschen mit. Und wenn sich halt, ich habe ja auch noch ein anderes Projekt anstehen, ich weiß nicht, inwiefern ich das schon erwähnt hatte, was südlich von Stuttgart ist, das besprechen wir auf dem nächsten Rohkostpotluck in Leipzig am 22.10. intensiv. Und das könnte halt auch sehr gut klappen, dass das funktioniert. Aber ich bin dann halt erstmal beim Nico und er wohnt auch in der Nähe von Leipzig so ein bisschen. Und dann komme ich da auch einfach hin. Und dann schaut man einfach mal weiter, was sich dann halt ergibt für Möglichkeiten. Und ansonsten habe ich auch von mehreren Leuten noch Angebote, zur Not halt bei denen ein paar Wochen irgendwie zu bleiben. Und zur Not frage ich dann halt auch hier bei YouTube oder Facebook, wo ich mich, ja, wo ich ein bisschen rumzigeunern kann. Bei einem von euch vielleicht oder so, keine Ahnung. Und ich hatte halt noch so ein bisschen Schulden gehabt, habe dann bei eBay was verkauft, um das zu begleichen. Dann aber leider einen Fall über eBay bekommen, wo jemand sein Geld zurück wollte und ich das auch veranlasst hatte über eBay.
das aber scheinbar nicht funktioniert hatte und eBay mir aber nicht Bescheid gesagt hat, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hatte ich auch wieder kein Internet und danach auch kein richtiges Internet, nur so alte Modemgeschwindigkeit, wo die Seiten nicht aufbauen. Dann bin ich halt nicht mehr in eBay gucken gegangen. Und dann kam halt irgendwann ein Brief von seinem Anwalt und so ein Scheiß. Und bevor der Anklage erhebt und noch mehr Chancen hat, noch mehr Geld irgendwie zu kriegen oder noch mehr Kosten auf mich zukommen, ja, bezahle ich halt den ganzen Scheiß. Und eBay selber will halt auch noch über 100 Euro Erlös haben von den Sachen, die ich verkauft habe. PayPal wollte noch 50 Euro. Und ja, eine ganz alte Sache, zum Beispiel im März war ich mal im Bioladen einkaufen für 31 Euro. Für 31,04 € 4. Und auf meinem Konto waren dann 30 Euro und 69 Cent oder sowas. Konnte es dann halt nicht abgebucht werden, weil ein paar Cent gefehlt haben. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet irgendwie, weil ich jetzt nicht den perfekten Überblick hatte über den Kontostand. Und habe das dann auch erst gemerkt, als ich dann halt ein Schreiben bekommen habe vom Inkassobüro. Und die wollten halt auch noch mal knapp 90 Euro zusätzlich. Und das hat sich jetzt bis jetzt gezogen durch Ratenzahlungen, die ich aber teilweise auch nicht abschließen konnte. Ja, und das sind dann halt so die drei Sachen. Die konnte ich jetzt aber begleichen oder bin gerade dabei, die zu begleichen. Einfach durch meine nette Oma. Ich habe die halt wirklich mal gefragt, weil ich sonst auch ja, jetzt nicht so die Möglichkeit hatte und ich will halt nicht irgendwie Hartz IV oder so ein Gedöns beantragen, nur damit ich halt die Schulden bezahlen kann. Und danach will ich das ja gar nicht mehr haben, aber dann würde ich halt trotzdem noch Geld kriegen, obwohl ich es gar nicht haben will. Ist ja auch nicht die Lösung. Und meine Oma hat mir halt schon vor Jahren gesagt, halt, wenn mal irgendeine Situation ist, dass sie ja da halt finanziell einspringen kann. Und bei meinem Bruder hat sie das halt auch schon gemacht. Und jetzt, wo ich halt quasi ein eigenes Leben neu starte, sage ich mal, ist das dann auch ganz passend. Ich habe halt vor 6 Jahren, wo ich 20 war, bin ich das erstmal ausgezogen nach Köln. In Dortmund habe ich auch mal gewohnt, beides dann als Student. Aber dann bin ich halt zweimal zurück zu meinen Eltern wieder, weil das Studieren für mich nichts war. Und ja, jetzt war ich ein halbes Jahr halt in diesem Haus, circa, oder 7 Monate, 6, 7 Monate. Hatte dann hier eine gute, sehr gute Rückzugsmöglichkeit, weil ich auch so die Negativität bei meinen Eltern nicht so ausgehalten habe, also überhaupt nicht ausgehalten habe. Ja, und jetzt geht es dann halt richtig los mit dem Rumzigeunern. Auch wenn ich das Wort jetzt inflationär benutzt habe. Und dann wird einfach geschaut. Also, ich freue mich extrem, weil es jetzt halt wirklich so der erste Schritt ist in das Leben, was ich halt schon immer führen wollte und als kleines Kind schon immer führen wollte. So halt ein freies Leben und ja, nicht so vom System her. Es kann halt sein, dass in Zukunft ich wieder in irgendwelchen Systemen drin bin, wenn das halt irgendeiner Sache dient und so weiter. Aber momentan finde ich das halt so erstmal ganz gut. Und halt auch, dass dann die Schulden komplett beglichen sind. Sind ja nur 250 Euro so insgesamt. Und ja, dass man halt keinen Stress mehr hat, weil man macht das halt schon Stress, wenn man dauerhaft irgendwie Schulden hat, egal wie geringfügig die sind oder wie hoch die sind. Das ist irgendwie immer Stress, finde ich. Ja, genau. Ernährungstechnisch läuft, muss ich sagen. Also ich war eigentlich noch nie so in meiner Energie so richtig und das lerne ich halt gerade richtig, dass ich da konsequent bei mir selbst bin, weil ich fühle halt die Umwelt wirklich extrem. Alles, was ich anschaue, das fühle ich direkt, auch wenn ich jetzt irgendwie das Kissen irgendwie anschaue oder einen Stuhl und so weiter. Ich fühle auch diese Objekte sofort und diese Schwingungen, diese Eigenschaften davon. Und deswegen, ja, das war mir halt nie bewusst, dass das andere Menschen vielleicht nicht so haben und dachte halt, das wäre normal. Habe ich dann immer gefragt, warum ich halt nicht so gut klarkomme und nicht so gut bei mir bleiben kann und andere halt schon. Aber das lerne ich halt gerade ziemlich und
bin deswegen halt immer mehr in meiner Energie. Und heute habe ich zum Beispiel nichts gegessen, nichts getrunken. Gestern habe ich auch nichts getrunken, aber habe zweimal was Gekochtes gegessen. Trainiere jeden Tag auch ziemlich hart und ja, bin halt heute etwas müde und angeschlagen, weil ich nicht geschlafen habe. Weil ich hier halt alles sauber machen musste, putzen musste, weil schon ziemlich früh dann die Leute hier kamen für die Hausbesichtigung. Deswegen habe ich jetzt dann noch den morgigen Tag, den Sonntag, wo ich dann halt auch ja, ein paar Sachen packe. Ich nehme halt einen 70-Liter-Rucksack mit. Ich habe den hier. Kommen Sie her. Bisschen laut. Ja, der hängt irgendwie fest. Moment. Oh ne, kriege ich jetzt nicht so schnell los. Und hier ist auch nicht so ein Licht. Mal gucken. Kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Aber der ist olivgrün. Hat dann auch so eine Aluminiumschiene Gedöns drin für die Stabilität. Hat dann ja, so ein Gurt zum Umschnallen für die Hüfte, ein Hüftschnaller oder wie man es nennt. Und nochmal für die Brust oben, dass man richtig halt eine gute Gewichtsverteilung hat. Und da packe ich halt alles rein, was ich halt so brauche. Ja, was brauche ich so? Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich habe ja nicht so viel, sage ich mal. Und dann schaue ich mich halt um und packe dies und das einfach rein. Zum Beispiel eine Mütze jetzt für die kalte Jahreszeit. Das habe ich von meinem Vater eine Jacke geschenkt bekommen, weil ich meine halt bei denen noch liegen hatte und sonst jetzt keine Jacke gehabt hätte, deswegen hat er mir einfach jetzt seine gegeben. Ist auf eine Jeansjacke, finde ich eigentlich ganz cool. Also ich stehe eigentlich nicht so auf Jeans, aber vom Aussehen sieht das eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Okay, ich ziehe die jetzt an. Auch wenn das Video jetzt ellenlang ist, aber so als neuer Aufbruch und so weiter und Abschied, keine Ahnung. So vom alten Dasein, was mich mega angefrustet hat, mein ganzes Leben, und jetzt geht's halt wirklich so los. Also ich muss gar nicht so emotionsbehaftet, sondern ich sehe Dinge immer so neutral irgendwie. Und kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe jetzt mega Aufbruchstimmung und freue mich total und so weiter. Ich sehe das irgendwie alles ein bisschen distanzierter und neutraler irgendwie, weil ich sowieso weiß, oder weil ich. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sowieso alle Erfahrungen schon irgendwie gemacht habe und dass es mich nicht mehr so reizt einfach, aber ich finde es halt trotzdem geil. Ja, das ist die Jacke. So, riecht halt ein bisschen nach Parfüm. Ja, den Bildschirm werde ich zum Beispiel hier lassen. Also es ist halt erstmal so ein spontanes Ding. Ich komme halt wahrscheinlich halt auch noch einmal zurück, falls dann halt etwas, doch etwas Konkreteres feststeht. Also entweder werde ich überall rumzigeunern, wenn halt jetzt kein festes Projekt entsteht. Und wenn ein festes Projekt entsteht, da ist gerade ein Video von Marlon offen, dann, also wenn ein festes Projekt entsteht, komme ich halt nochmal zurück, nehme den Bildschirm zum Beispiel mit. Und hier habe ich noch PC-Kram eigentlich zum Verkaufen, weil ich die eBay-Gebühren aber nicht bezahlen konnte, jetzt die letzten 10 Tage circa, konnte ich nichts mehr bei eBay reinstellen. Das wird dann bei meinen Eltern lagern. Dann hier stellvertretend dieses Gewicht. Also ich habe noch 300 Kilo Trainingsgewichte, weil das halt ein ziemlich krasses Hobby war und auch immer noch ist. Und wenn, ja, die werde ich dann halt auch mit in irgendein Projekt nehmen werden. Und dann habe ich noch ein Schlagzeug hier stehen, was ich jetzt aber leider seit 2 Jahren nicht mehr spielen konnte wegen den Nachbarn, weil das Haus steht halt zum Verkauf. Und dann kann ich hier kein Schlagzeug spielen, weil dann kriegen die ja mit, dass da irgendjemand wohnt oder hausiert, aber gar nicht hier wohnt sollte, sage ich mal so, wenn Haus zu Verkauf steht. Deswegen habe ich das sein lassen. Ja, sowas wie eine Klimmzugstange, da ist noch ein Dörrgerät. Das habe ich auch schon seit einem Jahr nicht mehr gebraucht. Also man hat trotzdem halt noch Sachen, die man loswerden kann. Also stimmt halt nicht ganz, dass ich nur Sachen habe, die in meinen Rucksack passen. Ich habe halt auch so eine Klimmzugstange, Trainingsgeräte und Schlagzeug. Das passt jetzt nicht so unbedingt in meinen Rucksack, aber die kann ich halt ganz gut lagern einfach und brauche ich halt nicht für mein alltägliches Leben. Und stört mich halt nicht, wenn die halt irgendwo lagern. Isomatte, klar. Mit Klamotten muss ich noch gucken. Na, das mache ich lieber nicht auf die Schranktür.
Also ich habe halt sogar einen Schrank. Stand halt einfach hier, aber ich habe da jetzt einfach nur die Sachen halt so reingeknallt, die man einfach hat. Ein paar Bücher, die ich ausgeliehen habe, sind da zum Beispiel drin. Oder ein paar trockene Lebensmittel und halt so Klamotten. Klamotten hatte ich letztens aussortiert gehabt. Ich habe aber noch einiges. Aber das möchte ich auch noch weiter minimalisieren. Wenn halt die Zeit dazu ist, ja, Kamera nehme ich mit. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Ja doch, ich habe einen, was mache ich da doch auf? Ein Wasserfilter. Habe ich jetzt aber auch lange nicht genutzt, weil ich schon seit Jahren kein Wasser mehr trinke und auch sonst eigentlich fast nie was trinke. Wenn dann halt einen frischen Fruchtsaft. Selten einen Gemüsesaft. Aber auch mitnehmen werde ich den Trichter, eine Gemüsereibe, einen Orangenentsafter per Hand aus Glas, ein Brett. Das ist mein Entsafter, wo hier das Gestell davon steht, das grüne Kurbelding, also ein Handentsafter. Dann steht da hinten auch noch ein Mixer, kann man nicht gut sehen. Den werde ich aber nicht mitnehmen, weil ich jetzt so einen handbetriebenen Mixer auch habe. Einlaufgerät, ich glaube, also das habe ich jetzt auch lange nicht mehr gebraucht und nutze ich eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Ein Gameboy. Den nehme ich mit. Ja, das sind geliehene Bücher, die werde ich zurückbringen. Ja, das war jetzt eigentlich so mein ganzer Besitz. Also das, was da halt drin ist, ein paar Klamotten, die paar Sachen. Mütze, Bildschirm, Laptop, Handy. Eine Melone habe ich gerade im Besitz. Bis morgen wahrscheinlich, dann ist sie weg. Ja, und den Rucksack halt. Und dann habe ich halt noch ein paar Sachen zu minimalisieren, wie die PC-Teile und Klamotten und das Dörrgerät. Gut, damit das nicht zu lange wird, weil ich habe halt normale Geschwindigkeit des Internet, was sich dann bald, denke ich mal, ändern wird. Also sonst kriege ich das Video auch nach 4 Stunden nicht hochgeladen. Also bis dann, ciao. Genau. Also ich werde natürlich dann auch versuchen zu filmen, so ein paar Sachen, weil ich da so mache, wie ich da so am Rumgaunern bin und so weiter. Und was ich noch sagen wollte, genau, ich schreibe gerade ein Buch, also habe jetzt 20 Seiten abgeschlossen in ein paar Tagen und ich denke mal, dass das, ich kann nicht genau sagen, wie viele Seiten das haben wird, zwischen 60 und 200 Seiten, sage ich mal so. Aber es wird ein dickes Ding und es wird auch nicht das einzige Buch bleiben. Und das ist jetzt mein zweites, das erste war zur High-Carb-Ernährung vor 1,5 Jahren circa. Was auch ganz gut gelaufen ist. Ich werde es kostenlos anbieten, das ist halt so mein Ding. Auf Spendenbasis. Und ja, dann kann halt jeder selber entscheiden, wenn es ihm oder ihr was gebracht hat und halt in welchem Maße es auch was gebracht hat. Und dieses Kack-Akku vom